Herzlich willkommen. Wir begrüßen heute Alain von der ONG Christen am Sahel. Die Organisation die feiert dieses Jahr 35 Jahre Jubiläum, das eine lange Zeit ist. Könnt ihr uns von der Schrift ein bisschen erklären oder erzählen, was bedeutet eine Organisation, aber was steht da durch, was mehr da genau? Burkina Faso. Also zusammenfassend kann ich so mit meinem Development Rural. Wir arbeiten im ländlichen Raum. Und wir haben drei große Sektoren, wo wir daran investieren. Das ist einerseits Bildung, auf der anderen Seite also das Propat Wasser und drittens also die Landwirtschaft, landwirtschaftliche Produktion. Das sind Anfang die Hauptsektoren, wo wir daran arbeiten. Und die feiert nur 35 Jahre. Ja. Das ist schon lange, das ist schon eine gute Zeit, dass du angefangen hast. Ja, ja, ja. Wie ist das umgegangen? Mit der Zugang offiziell ist die Foundation gegründet am 9. Dezember 1984. Und am Anfang war es eine rein Benevol-Organisation, also die Leute, die hier geschafft haben, haben das alles nebenberuflich gemacht, von der, ja. Von der Welt. So war es zugegangen, dass an einer Zeit umgegangen, wie am Burkina Faso, um Sahel, ein großes Dröschen war. Von, also, Eiserei kann sich noch daran erinnern, vielleicht und die Zeit, von dem Hotel geguckt wurde, dass das Hungerkatastrophe und ein Teil hat kein Wasser. Also, so war es zugegangen an die echt Projekt in jeder Aktivität, das war hauptsächlich auf Wasser bezogen. Natürlich eine Knappheit. Ja, das war, dass Leute drum Aktien sollen haben zum Trinken. Das ist das, ganz genau. Ja. Du hast also durchgegangen, das tut sich aber am Laufe der Jahre dann entwickelt, wie ich gerade gesagt habe, und heute haben wir auch andere Sektoren, wo man noch dran investieren, tut sich auch vom Personal hier, wenn ich auch so entwickelt, also von einer ONG, die rein benevolat angewiesen war, wo man ein Büro zu Lützburg aufbauen konnte, wo man zu drei arbeiten konnte. Man auch ein Büro in Burkina Faso aufbauen, wo auch ein Kollege ist, den ich wieder von dem Projekt haben möchte. Und voilà, so hat sich dann los entwickelt. Was immer geblieben ist, aus der Burkina Faso. Das ist ein Land, wo wo wir uns darauf konzentrieren. Und das Ganze, wie finanziert ihr das? Wir haben das finanziert über verschiedene Quellen. Der größte Bayer-Fonds ist das Lützburger Außenministerium. Mit dem haben wir ein Akkord-Kadre, den im Moment über 5 Jahre läuft, den von 2019 bis 2023. Und hier legt das Außenminister 80% von was das Projekt kostet, das Budget von dem Projekt können vom Außenministerium. Dann haben wir auch pro Projekt Beneficiäre selber, die noch ein kleiner Teil bei. Das ist also wichtig, das schwankt zwischen 1,5% kann auch mal bis 3% gehen, dass Leute auch selber etwas beitragen. Mhm. Dass Leute wirklich auch fest angebunden sind, dass so man hat, dass du hast alles schon, dass du hast die Vorrat, das Wasser, die wollten wir und wir haben Matt geschafft, wir meinten also auch davon. Dafür ist das wichtig, und die Prozente, die dann noch bleiben, die müssen wir dann also die Foundation beilegen, und die das könnte dann zusammen durch Spenden von Einzelleute sein, das können auch Unternehmen sein, können Vereine sein, können Poren sein, können. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Weil andere Foundationen noch. Größtenteils Spenden dann. Ja, das geht dann über Spenden finanziert. Und wenn Leute sich informieren, die den Internet sieht, ja. Und alles findet. Ja, wenn man das will gucken, kann das gerne machen. Ja. Mhm. Ja. Man schaut mal, ich glaube, die 35 Jahre zurück, die hat organisiert Konzerte, die hat Filme organisiert. Ja, wir sehen das so ein konvivialen Abend, also das wird ein Konzert zum Mirscher Kulturhaus und mit einem Musiker aus dem Burkina Faso, was ganz interessant ist, also ein bisschen Jazz, mäßig ist das ganz. Und, also das ist ein Konzert, die so manchmal als Donateur und Sympathisanten sicher ausschwätzt, mehr darüber raus, aber auch Musikfreunde, also Leute, die sich für wirklich gut höchstklassige Musik interessieren, ich meine, die können da den Abend auf den Kasten
Die Konzert dauert dann eine gute Stunde, ne? Und dann hast du eine Rezeption, auch eine Präsenz von der Madame Minister von der Kooperation, und auch mit der Unterstützung von der Gemeinde Mirsch, das will ich auch so, die dann den Ehrenwein und Freien und natürlich auch ein Stück Geburtstag machen. Voilà. Ja, dann alle hat er noch einen Film abgerutscht, und wir gucken dann mal an den nächsten Teil von dem Film ran. Il y a peu d'infrastructures. Une des priorités premières est donc de construire des écoles. Elles s'installent dans les villages. Bâtiments simples, deux ou trois salles de classe, bancs de bois et un tableau noir. Un logement, certes sommaire, est destiné à l'enseignant. Et un petit jardin pour cultiver les légumes qui seront consommés à midi par les enfants. Le fait que les enfants soient nourris à l'école constitue pour beaucoup de parents une incitation non négligeable à y envoyer leurs enfants. Là encore, les parents font preuve de solidarité africaine en préparant en commun les repas. Les programmes d'alimentation sont financés par le Luxembourg si les parents ne disposent pas des moyens nécessaires. Certains enfants, malheureusement, ne fréquentent pas l'école. Des filles qui doivent travailler à la maison. La pauvreté qui empêche de payer les frais de scolarité, pourtant modestes, qui empêche de payer les livres. De plus, certains parents ne sont pas convaincus du bénéfice de la scolarité. Au Burkina, un instituteur doit s'occuper de 80 à 100 enfants, voire plus. Le matériel didactique est rare. Les enfants se partagent les livres à deux ou trois. De plus, beaucoup d'entre eux feront une, voire deux heures de marche pour se rendre à l'école. Ils rentreront chez eux la nuit tombée. Le pays a besoin de jeunes, instruits et qualifiés. Avant tout, d'artisans, de techniciens, de mécaniciens. Les adultes, surtout les femmes, ont besoin de formation. Lire, écrire, calculer, faire fonctionner une activité économique, un petit commerce, gérer un microcrédit, générer de nouvelles activités, afin d'être moins dépendants dans la lutte quotidienne contre la faim. Diriger les divers comités villageois et, en citoyen responsable dans un pays démocratique, cela s'apprend. Wir haben einen Film gesehen und die unterstützt dann noch das Schulwesen. Da haben natürlich die meisten nicht mal an. Sie ganz sehen, dass sie das Schul gesehen haben. Da sind noch keiner dabei, die Kilometer weit an die Schule zu Fuß müssen gehen. Für eine Schule, die wahrscheinlich froh sind, dass sie etwas lernen können. Wie hat das gestartet, das Ganze? Also ich meine, Bildung, das ist eine Grundlage sich von aller Entwicklung. Ja. Weißt du, richtig sehe ich, dass es nicht im Land evident ist, dass das kann wie hier an die Schule geht. Ja. Also muss ich so an der Zeit, seit wir angefangen haben, in den 80er Jahren bis heute, hat sich aber, wenn es an die Primärschule geht, ganz stark verbessert. Ja. Was aber leider Gottes noch immer oft fehlt, also man sieht, wo halt an der Primärschule geht, an die 70% von Kindern, die an die Schule gehen, wir sind aber nicht bei 100%. Ja. Und was eben oft fehlt, als Infrastruktur, also Schulen, Gebäude, und dafür kommen... Schulbücher auch, ich gebe so noch mehr, was Antwort Gebäude angeht. Und das ist, wie du gesagt hast, die langen Schulwege kommen dann dadurch auch zu stehen, dass kann er Kilometer weit muss laufen. Ich meine, es gibt auch keine Schulbus an nicht. Ja. Und er Kilometer weit muss laufen, für einmal an eine Schule können zu gehen. Ja. Und da ist von unseren Aussatz eben mit der Gemeinde zu gucken, wo Schulen fehlen, was wenn wir von der Schule fehlen und wo in die Infrastruktur da kann punktuell verbessern. Und das kann er eben nicht mehr so weit müssen laufen, aber das kann er mehr weit müssen gehen, was natürlich die Chance auch klimmt, dass die Schule auch fertig ist. Nicht total, wie man so natürlich auch selber zu weit.
voilà, dafür ist es eben wichtig, an die Infrastruktur dort zu verbessern, auszubauen. Aber was auch wichtig ist, also weil es ein Projekt war von Anfang an, also, dass wir an Schulen investieren, dass wir an öffentliche Schulen investieren. Das heißt, die Gebäude, die wir abrichten, da haben wir von vier an das Klar, mit der Gemeinde, mit dem Staat, dass das Gebäude an den Besitz vom Staat übergeht. Mhm. Und auch der Staat stellt dann da noch das Lehrpersonal, bezahlt Lehrpersonal und engagiert sich dann auch für die Maintenance. Mhm. Also das ist keine Privatschule, wo man dann jahrelang weiter investieren für so ein Leben zu erhalten, mit dem gehen sie über an die öffentliche Schule vom an die Proprietät vom Staat. Le manque d'eau entraîne de la dépendance. Les femmes à la campagne sont contraintes de marcher des kilomètres pendant des heures sous une chaleur brûlante avec une charge de 20 kilos sur la tête, et cela plusieurs fois par jour au besoin. Un puits dans un village apporte non seulement de l'eau potable, mais libère les femmes qui pourront consacrer leur temps à d'autres activités utiles. Les puits doivent être entretenus soigneusement parce que la nappe phréatique est par endroits à plus de 100 mètres sous terre. Dans un bâtiment spécial, l'eau est distribuée par robinet, les femmes faisant la queue au guichet. Voici une application concrète d'un programme de développement bien conçu. Un comité spécial de la communauté villageoise s'occupe de la gestion du puits. Un gardien sert les femmes qui viennent chercher l'eau contre l'équivalent de quelques centimes d'euros pour ce service. Cet argent est destiné à l'entretien du puits et au salaire du gardien. L'eau est propre et n'est pas gaspillée. Quelques hommes du village ont reçu une formation technique pour entretenir le puits. Les pompes sont fabriquées au Burkina. Les pièces de rechange sont toujours disponibles. Des moyens très simples pour un immense progrès. Le puits, un lieu de rassemblement idéal pour échanger les nouvelles du village. Naja, im Film haben wir gesehen, über Trinkwasser, was natürlich in so Ländern ganz wichtig ist, auch ganz Seelen ist. Die sind dann auch da, für Investitionen zu machen, für ein Boot zu bauen und so weiter, dass Leute einfach in Trinkwasser kommen, für die Landwirtschaft, für Tiere, die sie füttern, für sich selber natürlich auch. Ja, das ist ganz richtig. Also, die Deutsche ja, Wasser ist Leben. Ne? Ohne Wasser, ich meine, die verlieren die ja nicht lang. Ne? Und dafür ist das natürlich auch extrem wichtig, zumal an der Sahelzone, dass die Leute Aktien haben zu Wasser. Nicht nur zu Wasser, sondern auch zu properem Wasser für zu trinken. Ne? Weil, wenn ich Wasser trinke, das verknallt das. Ich meine, das wirkt sich auf Gesundheit aus, durch den Dämmproblem, kann ich nicht an die Schule gehen oder dass ich noch nicht fit wird zu schaffen. Und dafür ist das immens wichtig, den Leuten Aktien zu Wasser zu geben. Und du, also eben, wie du gesagt hast, mit Pizza oder Haut ist das gut, mit Forage, ne? Das ist du gut rauf gebohrt an den Boden. Und da ist oben ein manuell Pumpel drauf, für die Leute können das Wasser daraus pumpen. Ne? Das tut erstens den Vorteil, dass den mit Dave kann gehen wie ein Bauer. Und zweitens, dass wirklich der Forage zu ist, wenn man den Betonstall. Da bleibt Wasser proper, also da fällt kein Dreck von oben dran. Ne? Und ja, da ist eben dann noch an den Dörfern oft Infrastrukturen, die einfach fehlen, ne? Wo nicht genug der vorragenden Dose für die Population.
respektiv, das tut natürlich auch alles eine Lebensdauer, wenn das ein paar Jahre gelaufen ist, dann muss man noch satt gehen. Und da muss man eben noch eins da sagen, die dann vielleicht schon 20 oder 30 Jahre gemäht gehen, dann muss man eben neu gemäht gehen. Mhm. Voilà. Und das habe ich jetzt statt, was man meint, aber auch mal was zum Wasser gehört, das natürlich auch die Hygiene. Die Leute sensibilisieren auch für die Hygiene. Und was auch dazu gehört, dass die wollen sanitär. Das ist die Toilette, Latrinen. Und das sind von drei Sachen, die ein bisschen zusammen hängen. An die im Allgemeinen die Gesundheit auch von den Leuten sollen fördern. Ne? Ja, das ist wichtig, dass wir sind gewinnt, Grundabtrennen, und genau, Wasser können genau. Raus, Wärme, Kahl, egal wie im Zimmer. Du hast das nicht selbstverständlich. Nein, du laufen die Leute dann eben noch weit Kilometer, hast du mehr auf dem Dach. Oft kann er auch, also vielleicht besser hätten an die Schule zu gehen oder ihre Hausaufgaben zu machen, wie Kilometer lang. Wasser ist schon gut und dann ist das Wasser eben noch nicht immer proper. Mhm. Und das tut aber dann trotzdem ganz stark negativ auswirken auf die Gesundheit von den Leuten. An Zufriedenheit von den Leuten, ja. Und ich meine, all die Stunden, die Leute schon zu brauchen für Wasser, just Wasser hin und her sicher zu gehen, aber da hat es. Da kann ich noch andere Sachen machen, die vielleicht mehr wichtig sind. Kann er kommen oder kann er können die Hausaufgaben machen. Oder kann er irgendwie sonst etwas machen, wo ich ein Revenue kann davon kriegen. Und dafür versuche ich mir eben, die Wasserquellen dann noch tiefer zu bringen. Und was auch wichtig ist, dass natürlich die kleine Maintenance von den Sachen, dass die Pumpen nicht muss ja in der Reihe gehalten gehen, du musst halt ein Stück gewechselt gehen, muss geschmiert gehen und so weiter. Und dafür bilden wir auch immer so ein Komitee aus, wo ein paar Leute, die da gewissen gehen, wie die Maintenance. Dass sie das dann auch selber können. Ja, dass sie das können lernen. Also, außer dass man so alt, dass es komplett muss ja. Ersatz geben. Also die täglich Maintenance gewinnen muss und an, natürlich, das kann so proper zu halten, das gehört dann auch zu den Aktivitäten, die man da bieten an dem Bereich. Traditionnellement, la femme moule le riz, le maïs ou le sorgho entre deux meules de pierre pour obtenir de la farine. C'est un travail long et pénible qui requiert beaucoup de force physique. Le petit moulin installé dans le village facilite le travail et fait gagner beaucoup de temps. Le moteur tout simple active en parallèle un générateur et charge de lourdes batteries. Un technicien est formé pour surveiller le moulin et le réparer au besoin. Les contributions des utilisateurs servent à entretenir ce moulin. La gestion fonctionne de la même manière que celle pour les puits d'eau. Les femmes sont les vraies forces motrices. Leur travail renforce leur estime. Elles puisent de nouvelles forces pour progresser dans d'autres domaines. Par exemple, elles tissent des étoffes et des tapis en laine et en coton. Mais il est difficile de rivaliser avec les articles importés de pays asiatiques. Les femmes travaillent dans un jardin maraîcher modèle. Elles sèment et plantent des haricots, des tomates, des oignons, des piments, du manioc et autres légumes pour améliorer l'apport journalier en vitamines. Elles apprennent comment produire des semences pour la prochaine récolte, comment gérer de la manière la plus efficace les réserves d'eau. Elles assument le rôle d'animatrice rurale. Une fois formées, elles rentreront dans leur village et transmettront leur savoir à d'autres femmes. Afin qu'elles puissent offrir des aliments de qualité à leur famille et vendre des légumes au marché. Le savoir est contagieux. Le bon exemple inspire. Travailler ensemble soutient la communication sociale et la vie dans la communauté. Ja, an dem Film,
Wenn du Bilder drauf, wie Gerd gebaut wird, ja. Dass die Leute da doch weiß, dass sie auch von ihrem eigenen Erzeugnis können leben. Aber wir hatten eine Mille gesehen, was wird da genau produziert? Aber vielleicht für dich, für meinen Gerd anzufangen, als der Gärtenbau an sich eine ganz gute Aktivität während der dritten Zeit. Ja, wenn was uns auf dem Feld dann nicht fließt. Und dafür investieren wir auch in den Sektor mit den Leuten, wir vermehren die Leute, für gemäß umzubauen, und wir helfen den Leuten auch, Felder umzulegen. Das heißt, wo auch da oft der limitierende Faktor ist, ist was. Während der dritten Zeit muss ich natürlich sein gemäß netzen, weil es ja sonst nicht weiss. Gibt da vielleicht auch gemäß, weil vielleicht nicht so viel Wasser braucht? Ja, gemäß, ja, kann ich natürlich mit dem Zoom gucken. Mhm. Ja, mit kann ich aber auch, und das machen wir auch in der letzten Zeit, kann ich aber auch mit dem Wasser spursam umgehen. Ja, das heißt, das nennt ich so in Arrosage gut und gut. Mhm. Wo oder Tröpfchen, Bewässerung auf Deutsch. Wo ich nicht einfach mit der Gießkanne drüber geht, wie mir das machen, aber wo so ein Schlauch leidet und alle Pflanzen eben just tröpfelweise Wasser kriegen. Ja. Aber trotzdem für den Achse aber und Wasser muss aber dann auf die Pötzgekurve gehen und da das dann den Handschuh mal mit Eiwasser das, also finanziell ist das aber schon ein Investment, wo dann oft ein bisschen gescheitert, für an den Gang zu kommen. Ja. Das ist also wichtig, dann also doch wichtig, die Gärte in den Zonkontrum zu machen, dass nicht da und da durchlaufen oder so und Sachen zertrüppeln oder fressen. Ne? Und was das eben wichtig ist, eben noch Hilfe zur Selbsthilfe, wenn das so will, dass man den Leuten helfen, Aktivität zu lancieren. Mit dem dann du noch selber für ihn geht. Ne? Und Leute so müssen vielleicht nicht das Kapital für Projekte anzuzinken oder für Pütze zu berufen. Oder man, voilà. Dann helfen wir da. Wir formieren die Leute, wir nehmen die Parzellen an. Wir gucken natürlich auch, wo sie marschieren, wo das verkauft wird. Weil muss ich so in den Gemäßaufbau sind zwei Sachen. Natürlich erst die Leute gemäß auch, sodass die Ernährung durch Vitamine natürlich kann verbessert gehen. Mit großen Teil ist aber schon gedurcht zu verkaufen an der Leute in Akkommission, an der Leute auch in Akkommission, eben an der dritten Zeit versucht, ob den anderen Feldern dann nicht fies, also für die Preisfelder zum Beispiel oder Mais oder Hirse, eben die durch den Rehen bewässert gehen. Ne? Voilà. Ja, für die 35. Geburtstag hat er dann noch ein Konzert organisiert, wo wir schon darüber geschwärmt haben. Leute können natürlich auch dahin kommen, dass gratis. Nein, sie müssen sich wieder ummelden. Ja, aus organisatorischen Gründen wären wir froh, wenn die Leute das geben, bis zum 20. November Bescheid zu haben, wann sie wollen kommen und zu wie viel sie wollen kommen. Das ist, wie gesagt, geht für ganz herzlich invitiert. Nicht nur Leute, die sich für die Kooperation interessieren oder nicht nur Leute, die als ONG schon kennen, aber auch für Leute, die wirklich so wie flotten Konzert freien können, also auch eine Gruppe, die in der Lehre in Europa gesagt, die sind auch ganz herzlich invitiert und ich meine, dass du geht für noch fertig, ob sie in den Kasten kommen. Ja, Sonder, merci, alle, dass du hier wärst. Ja, gerne geschieht. Merci, ja. Interessant doch, für Burkina Faso kennenzulernen. Ich hoffe, dass er dann viel Spende kriegt, dass er viel weiterkommt. Merci, danke. Ja, merci. Adi. Adi.